Hallo zusammen, das ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei. Und zwar geht es heute um das Thema, wie funktioniert eine Vorsorgeanalyse. Ich empfehle dir vielleicht zuerst das Video zu schauen, ist eine Vorsorgeanalyse sinnvoll? Dann hast du schon mal das Grundwissen und wir können hier gerade direkt einsteigen, wie eine Vorsorgeanalyse funktioniert. Fangen wir an. Und zwar ist es so, ich habe hier systematisch wieder aufgeschrieben, wie das funktioniert und was das hierzu für Daten bringt. Punkt 1, die Abklärung vom Zivilstand. Sehr matchentscheidend, ob du ledig, verheiratet oder in Scheidung bist, geschieden bist, verwitwet bist. Das hat alles Auswirkungen auf die Leistung der Sozialversicherung. Darum ist das sehr wichtig. Das zweite auch, hast du Kinder? Ja oder nein? Auch das hat wieder Einfluss dann natürlich auf Witwen- und Waisenrenten beispielsweise. Das dritte dann, die Daten vom Arbeitgeber. Also nicht erschrecken, wenn in einer Vorsorgeanalyse die Daten von dir verlangt werden, was du verdienst einerseits. Wie sind deine Leistungen beim Arbeitgeber, beim Krankentaggeld? Hast du eine bessere Unfallversicherung? Was sind deine Pensionskassenleistungen respektive? Man braucht einen Pensionskassenausweis, um Leistungen zu berechnen können. Das braucht man alles, um eine professionelle Vorsorgeanalyse machen zu können. Also bitte gib diese Daten auch an, weil sonst stimmt dann entsprechend die Analyse nicht. Vierter Punkt, die vorhandenen Lebens- und Kapitalversicherungen. Also hast du bereits schon Kapitalversicherung abgeschlossen, Lebensversicherung abgeschlossen. Auch hier entsprechend bitte die Police vorbereiten, damit man sieht, was hast du schon angespart oder was sparst du an und was wird dann ausbezahlt im entsprechenden Fall. Und der fünfte Punkt dann eigentlich das, was dann sehr entspannend ist, die Berechnung der verschiedenen Leistungen. Und zwar geht da auch wieder, geht man vor nach dem Drei-Säulen-Prinzip, Video Sozialversicherung der Schweiz hier als Link, wo das erklärt wird. Es wird einerseits in der ersten Säule berechnet, die Leistungen der AHV, aber auch der IV, dann die zweite Säule, also die Pensionskasse, sowie auch die Unfallversicherung und die dritte Säule wäre dann mit der Vorsorge wieder 3a, respektive 3b oder Kapitalversicherung, die du hast. Und dann wird eigentlich nach verschiedenen Kriterien das Ganze berechnet, also einerseits, was ist, wenn du in Ruhestand gehst, in Rente, was ist, wenn du Unfall oder Krankheit hast, was ist, wenn du arbeitslos bist, ja, Arbeitslosigkeit, oder auch Invalidität, respektive Todesfall, was ist, wenn das passiert, und als letzter Punkt auch noch die Mutterschaft, was ist, wenn ihr, die Frau das Kind erhält und nicht gerade arbeiten gehen möchte oder will. Das wird dann alles in dieser Vorsorgeanalyse präsentiert und dann hast du im Prinzip den sogenannten Ist-Zustand, also du siehst wirklich, was wäre wann, und du siehst auch einen optimalen Soll-Zustand. Das ist meistens, der Soll-Zustand ist meistens der, den du aktuell hast mit einem vollen Lohn, wenn beide arbeitstätig sind, mit Kindern etc. Also das ist der Soll-Zustand und dann siehst du den Ist-Zustand. Und da gibt es einen sogenannten Gap pro entsprechendes Kriterium und den kannst du dann entsprechend ausgleichen, indem dass du sagst, zum Beispiel, ich möchte noch eine Lebensversicherung abschließen, damit ich dann beispielsweise im Ruhestand nicht diesen Gap habe, sondern im Prinzip wieder hier deckungsgleich bin, wie ich das jetzt habe, wenn ich arbeite und gleich viel Einkommen habe. Das ist also die Vorsorgeanalyse, sehr einfach und klappertief erklärt. Du kannst auf easyinsurance.ch diesen Vorsorgecheck bestellen, einfach E-Mail-Adresse eingeben, dann bekommst du von mir eine E-Mail. Ich will dann ein paar Angaben von dir, wie hier erklärt. Wenn ich diese Angaben habe, mache ich dir das sehr gerne. Nutze das, weil das ist sehr wichtig, denn die Sozialversicherungen zahlen bei weitem nicht die vollen Leistungen. Also du hast immer ein Gap zwischen was du heute verdienst und wenn so ein Kriterium eintrifft, was du nachher an Einkommen hast. Und das ist sehr wichtig. Dann weißt du es einmal und B, kannst du entsprechend dann auch die Korrekturen vornehmen. In diesem Sinne, sei easyinsurance.ch, geh auf easyinsurance.ch, klick Vorsorgeanalyse an, trag dich eine E-Mail-Adresse und wir hören uns. Mach's gut, bis dann, ciao.